Ey Leute, was geht? Der Karlarott ist hier und so. Und jetzt nehmt erstmal euer PS2 Gamepad in die Hand und spielt Ratchet & Clank 2, denn dann ist alles in Ordnung. Willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 2. Ja, im letzten Part habe ich den Planeten... Ach Mist, wie hieß er denn? Es war die Stadt, irgend so eine Stadt war es doch. Genau, Algon City, keine Stadt. Planet Damosel habe ich fertig gemacht und jetzt ist auch noch Greblin dran. Tundor Wildnis Greblin heißt das irgendwie. Keine Ahnung, ich habe ja jetzt den hier und kann Roboter übernehmen. Dieser Empfängerbot verfügt über einen Schussangriff. Oh, das war die Selbstzerstörung. Ja, Dreieck ist die Selbstzerstörung. Okay, was muss ich tun? Ich denke mal, ich muss... Okay, nee, ich sollte vielleicht mal aufpassen. So. Aber ich kann verschiedene übernehmen. Das ist ja geil. Ey, wie viele kommen denn hier? Aua! Oh. Ja, das war's wieder mal. Ach, bin ich gut. Aber ich bin irgendwie ziemlich gut drauf. Ich habe richtig Bock auf Ratchet. Oh Mann! Ihr seid doch so scheiße. Ihr seid so scheiße. Aua! Ich muss doch nur den Knopf drücken. Ja, yeah, geschafft. Ist das nicht geil? Gut. Das war ja soweit gar nicht mal so schwer. Au, au! Aua, au, oh, das tut doch weh. Ja. Die können mich nicht treffen, kann das sein? Ja, ich sie aber auch nicht. Gehen die Dinger runter? Aua, jetzt ist aber mal gut hier. Hallo. Ich würde den gerne übernehmen. So. Ach, ich muss den... Ah, bin ich ein Vollidiot. Ja, ihr dürft mich gerne als Vollidiot bezeichnen. Es ist bewiesen. Boah, du Schwein, ey. Camper! So ein Camper, du. Oh, yes, man. Durchgewutscht, Mann. Ey. Oh man, voll durchgejumpt, ey. Wow, wow, ganz ruhig. Ja, geschafft. Sehr gut. Was auch immer das gerade gebracht hat. Ach so, jetzt kann ich hier durchtauchen. Ist ja schön. Ich habe ja zum Glück noch das... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ja zum Glück noch das Hydro-Pack. Ich hoffe... Es gibt hier keinen Stilpunkt, wenn man durchkommt, ohne getroffen zu werden. Deswegen, einfach zur Sicherheit, ne? Gut. Weil, falls es wirklich einen Stilpunkt geben sollte, dann würde ich mich wirklich aufregen. Und das ist dann nicht mehr schön. Ach, muss ich unten durch, oder was? Oder oben? Ne, oben. Aber Moment. Moment. Was ist denn dann hier? Ah, okay. Okay. Alles klar. Hier ist nur ein Bolt. Gut, dann weiß ich auch schon mal, wo der auf dem Planeten hier ist. Ich würde da gerne hoch und... Oh Mann, Ratchet. Stell dich doch nicht so dumm an, ey. Ich stell mich an. Nicht Ratchet, sorry. Okay, hier war nix. Nö, hier war tatsächlich gar nichts. An die Oberfläche zurückkehren. Und jetzt sollte ich eigentlich Angela begegnen. Oh nein, jetzt habe ich nicht ernsthaft... Oh, ich wollte doch nur ins Menü. Also ins Schnellauswahlmenü. Ich bin mal wieder super vorbereitet.
Ah, jetzt. Ich wusste es doch, dass das noch in Ratchet & Clank 2 drankommt. Ich war mir 100% sicher, dass diese Stelle, die jetzt kommt, nicht mehr in Teil 3 oder nicht in Teil 3 ist, sondern in diesem Teil. Und ich habe recht. Moment. Da kann ich meinen Schafinator leveln. Wow, ganz viele Schafe. Wow, ach du Scheiße. Was wollen die denn? Na egal, Schiff betreten. Sekunde. Ah, nein, 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 ich wollte euch nicht. Die sind so dumm, ne? Wo muss ich denn hin? Ich muss da lang. Wie komme ich da durch, ohne zu sterben? Meine Kilnoiden. Na los, tötet sie. Ah, volle Leben, alle weg. Wie geil ist das? Hm? Hey, cooles Haus. Mhm. Das ist ein kleiner Überrest meines früheren Lebens. Wurdest du wiedergeboren? Nein, nein. Meine Zeit bei Megacorp. Die Bezahlung dort ist wirklich nicht übel. Ja. Jetzt haben wir deinen Ausweis, aber wie stoppen wir das Protopad? Passt auf. Mami, wo kommen die Protopads her? Natürlich von Megacorp, mein Schatz. Stimmt, genau. Alle Protopads der Galaxie kommen direkt von hier. Aus unserer Fabrik. Ihr kleiner Freund geht aus dem Original Protopad hervor. Jedes Protopad erhält seinen eigenen Namen und seine eigene Geburtsurkunde. Unser Dressursystem macht Ihr Protopad zu einem tollen Freund, der Ihnen für immer erhalten bleibt. Wenn Ihr Kind also mal wieder fragt, Mami, wo kommen die Protopads her? Dann kennen Sie die Antwort. Sie kommen von Megacorp. Das ist doch ein Witz jetzt, oder? In der Fabrik werden mit dem Original-Protopad alle anderen produziert. So sieht's aus. Wenn wir das Original-Protopad erledigen, war's das. Endgültig. 20% Rabatt auf eine Reparatur in der Öloase? Ups. falsche Karte. Die hier deaktiviert die Tür zur Protopad-Duplikationszone. Wir treffen uns dort. Sollen wir uns wirklich trennen? Megacorps Orbit-Abwehr ist hart. Mit 2 Schiffen haben wir die Chance, dass wenigstens 1 durchkommt. Gute Idee, aber pass auf dich auf. Ja. Okay, Koordinaten vom Prophet... Von der Pro... Was? Prophetenfab... WTF? Protopad, ich habe Prophet gelesen. Ah, jetzt ergibt das Ganze auch einen Sinn. Okay. Koordinaten von der Protopad-Fabrik. Ja, das ist der letzte Planet. Und den werde ich auch noch machen. Also, ne? Jetzt ist nur die Frage, soll ich wirklich schon dahin gehen? Ich kann ja auch noch die ganzen Kristalle sammeln und hast du nicht gesehen. Ich kann ja noch alles sammeln, auch das Raritanium hier in den Wüsten, in der Eiswüste und in der Sandwüste. Kann ich alles noch machen. Ich werde einfach mal jetzt dorthin fliegen und den Planeten soweit machen. Den letzten Planeten. Ey. Ist es laut hier oder was? Ich werde den letzten Planeten auf jeden Fall jetzt mal machen. Soweit ich kann. Und vor dem Boss werde ich dann nochmal die Frage stellen, was soll ich jetzt tun? Ich habe noch keine Rieder, ich habe noch keine Rüstung. Ich habe nicht mal alle Waffen. Ich fühle mich leicht scheiße. Also, ne, mir fehlen immer noch die Waffen. Rausschmeißer, Plasmaspule und dann wäre mein Geld schon wieder weg. Dann fehlt mir noch der Spinnbot-Handschuh, den brauche ich aber erst fürs Let's Search. Die Hoverbombenpistole, muss die so teuer sein? Die ist richtig scheiße. Sternzeichen sowieso. Aber sonst habe ich alles. Das sind die letzten Waffen, die fehlen. Also die 2 könnte ich mir auf jeden Fall holen. Die Plasmaspule und den Rausschmeißer. Dann würde ich offscreen sehr, sehr viele Bolts farmen.
Wenn das für euch okay wäre. Wie mache ich denn das? So viel Kohle kriege ich gar nicht zusammen. Auf jeden Fall nicht fürs Sternzeichen und für Rieder und für die letzte Rüstung. Da müsste ich das Spiel echt nochmal durchspielen, extra. Naja, ist jetzt nicht euer Problem. Ich spare erstmal. Falls ihr irgendeine Idee habt, dann schreibt die bitte in die Kommentare. Ansonsten, mir fällt bestimmt noch was ein. Mein Hals ist schon wieder tot. Ihr kennt es ja nicht anders von mir. Und wir gehen jetzt zum letzten Planeten. Nämlich Jedil. Hört sich ein bisschen an wie Jedi mit einem L hinten dran. Aber naja, breche ins Megacorp-Hauptquartier ein. Das werden wir jetzt tun. Oh, habt ihr die gesehen? Die Yetis? Nennt man die Yetis? Die nennt man Yetis. Ja, sieht ziemlich mechanisch aus, der ganze Planet. Und der ist ziemlich ätzend. Geiles Bild, oder? Moment, wie war denn der Planet? Wir gehen sofort rein. Okay, okay, okay. Jetzt hätte ich da fast was mit Ratchet & Clank 3 verwechselt. Fast. Wie war das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den Planeten erst ein einziges Mal gemacht, deswegen... Ich weiß nicht mehr genau, was mich jetzt erwartet. Umso besser. Hui, wo ist Angela? Angela... Wo ist sie? Angela ist übrigens auch ein Lombax, wenn ich es noch nicht erwähnt habe. Ne? Falls alle dachten, hier bei Ratchet & Clank, Crack in Time, der einzige Lombax neben Ratchet. Nein, Angela ist auch ein Lombax. Aber ob die da noch lebt, weiß ich gar nicht. Vielleicht stirbt sie ja auch in diesem Teil. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist so, ja. Ungewiss. Die Zukunft ist so ungewiss. Aber ich bin jetzt munitionstechnisch voll aufgepimpt und kann jetzt den Planeten machen. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Hä? Ja, wo geht's denn hier? Ups, falsche Waffe. So, ich denke mal, ich muss jetzt viel... Ah, was mache ich denn? Ich muss jetzt viel mit... Ist denn mit dem Hypomatik arbeiten? Deswegen. Uscha. Dieser Empfängerbot kann andere Roboter hypnotisieren. Du hypnotisierst einen Empfängerbot, indem du ihn anvisierst und die Kreistaste drückst. Ihr seid doch scheiße, Mann. So. Oh Gott, sie sind böse. Au. Okay, das ist sehr komisch. Aber noch geht es. Ich muss hier einfach alle Türen aufmachen, bevor die Zeit abläuft. Aua. Was wollt ihr denn jetzt? Ach, geschafft. Uffa. Das war knapp. Das war mal so richtig knapp, ne? What's up, man? It was knapp, man. Wie will ich die platt machen? Ach, ganz einfach. Bam! Hey, was wollt ihr denn? Ey, die sind doch dumm. Scharfinator. Ganz viele Schäfchen. Ganz viele süße Schäfchen. Du bist aber kein süßes Schäfchen. Okay. Schild. Und nicht den Hypomantik. Hypomatik, nicht Hypoman. Hypomatik. Ey, wie viel... Boah, das gibt's ja nicht. Wie viel hält er denn aus? Okay. Ein paar tausend Schuss. So. Wow. Er lebt immer noch. So. Ja, der Planet war gar nicht so einfach.
Ich muss jetzt schon wieder neue Muni kaufen. Ach ja, genau. Der Planet war nicht gut. Naja, ist ja auch der letzte. Und der Boss erst. Oh Mann, den kriege ich gar nicht down. Den habe ich noch nie ohne Reader besiegt. Den Boss. Das kann richtig lustig werden. Oh. Hoppa. Okay, das war's. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass da ein Bolt drin ist, aber scheinbar nicht. Wo muss ich denn? Muss ich da hoch? Jo. Oh, nee. Was wollen die denn jetzt? Ah, ich habe noch keine guten Waffen. Ich bin, glaube ich, zu früh auf dem Planeten. Naja, dich mach ich kalt, Mann. Du Mistvieh, du blödes Ätzvieh, du. Mann, ey, jetzt ist aber mal. Oh. So, versteckt. Schild raus und. Bam, 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 bam. Schafinator kann ich noch ein bisschen leveln. Bei denen hier. Yeah, es ist aufgestuft. Der Schafinator ist gelevelt. Aua. Meine Schilde gehen auch weg, ey. So, jetzt habe ich einen blauen Strahl. Und. Oh mein Gott, es werden explosive Schafe. Ah, ziemlich cool. So, was kann ich als nächstes level? Den Mini-Gefechtsturm. 1, 2, 3. Ich werde hier ziemlich viel leveln wahrscheinlich, also. Na los, zockt sie alle ab. Yeah, macht sie kaputt, ey. Wie viel halten die denn aus? Ich muss eigentlich nur den Großen hier kaputt kriegen. Aber der braucht sehr viel Zeugs. Oh Mann. Klappe, ihr kleinen Mistdinger da. Hallo? Oh, die sind so übertrieben laut, ne? Mistvieh. So. Ich brauche schon wieder neue Munition. Und hier ist natürlich auch kein Händler. Ich werde einfach versuchen mit allen... Oh, Speicherpunkt. Ich werde einfach versuchen mit allen Waffen irgendwas zu reißen hier auf dem Planeten. Oh, Mann. Yeah! Wuhu! Was muss ich denn hier machen? Na, ich guck mich noch mal um. Muss ich hier einfach alle Gegner besiegen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich schieß einfach. Alle weggebratzt, ey, hier. Nee, was? Was sagt denn die Karte? Ja, ich bin schon bald durch, also ich habe eigentlich schon ein Drittel geschafft. Was muss ich hier tun? Muss ich hier wirklich alle besiegen? Das kann es ja eigentlich nicht sein.
Hä? Okay, andere Taktik. Nee, geht ja nicht. Hä?